Was also trägt man diesen Winter? Pelzmäntel. Die kommen wohl nie aus der Mode. Ob das jetzt so schick ist? Naja, jedenfalls ganz schön teuer. Das ist mein Informant vom Tierschutzverein Vier Pfoten. Er nennt sich Markus Müller und will mir ein paar interessante Aufnahmen von einer Pelztierfarm zeigen. Dort soll es illegale Käfige geben. Dieses Foto hier wurde in einem Betrieb in Sachsen aufgenommen im Jahr 2011. Und hier sieht man, diese Nerze leben auf engstem Raum, auf ein Viertel Quadratmeter. Wenn sie sich aufrichten, stoßen sie schon so gut wie an die Käfigdecke. Diese Käfige sind seit Mitte Dezember 2011 in Deutschland verboten. Denn laut Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung müssen Nerzkäfige jetzt mindestens 3 Quadratmeter groß sein. Offenbar gibt es aber Pelzfarmbetreiber, die sich nicht an die neue Vorschrift halten. Die Tierchen in Käfigbatterien zu sperren, um ihnen dann das Fell über die Ohren zu ziehen, ist anscheinend immer noch ein lukratives Geschäft. Rund 1 Milliarde Euro Umsatz macht die deutsche Pelzbranche. Ich will kontrollieren, ob sich die Farmer an die neue Verordnung halten und größere Käfige angeschafft haben. Zuerst geht es nach Sachsen. In der Nähe von Mittweida sollen Tausende von Tieren hinter Gittern sitzen. Ich werfe einen vorsichtigen Blick über den Zaun und erkenne sofort, die Käfige sind niemals 3 Quadratmeter groß. Der Pelztierhalter benutzt noch immer die alten, viel zu kleinen Gitterkästen. Dass die Nerze darin glücklich sind, wage ich zu bezweifeln. Minuten nach meiner Ankunft ist der Farmbesitzer alarmiert. Mit Leuten wie mir will er eigentlich nichts zu tun haben, erklärt dann aber doch: Ich bin Nerzzüchter aus Leidenschaft und will, dass es meinen Tieren gut geht. Sie bekommen regelmäßig Futter und fühlen sich wohl. Größere Käfige brauchen die nicht. Dass die jetzt vorgeschrieben sind, ist dem Mann egal. Auch dass das Veterinäramt das Versäumnis schon angemahnt hat. Eine Betriebsschließung ist noch nicht angeordnet. So macht der Pelztierhalter einfach weiter und will gegen die Verordnung klagen. Das haben auch schon andere Farmbetreiber getan, kurz vor Ablauf der Umrüstungsfrist. Darüber sind Tierschützer empört. Jörg Stierie vom Bundesverband Tierschutz fürchtet, dass die Pelztierhalter dadurch nochmal Aufschub bekommen. Der Eindruck entsteht bei mir, dass bewusst auf Zeit gespielt wird. Die Pelztierhalter hatten seit 2006 Zeit, ihre Anlagen entsprechend umzurüsten, sich auf diesen Termin auch einzustellen. Dass jetzt vor den Gerichten geklagt wird, zeigt mir, dass sie ein sehr fragwürdiges Rechtsverständnis haben. Auch wir müssen uns an Gesetze und Verordnungen halten, die Umsetzung berücksichtigen. Das erwarte ich auch von den Pelztierhaltern. Doch die setzen die neue Tierschutzverordnung einfach nicht um. Auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Hier liegt eine der größten Pelztierfarmen Deutschlands. Rund 16.000 Tiere leben dort, eine gigantische Anlage, die mich doch sehr an diese Hühnerknester erinnert. Die Nerze sitzen auch hier immer noch in den alten, viel zu engen Käfigen. Fragt sich, warum die Aufsichtsbehörde den Betrieb nicht schließt. Das Veterinäramt hat die Farm schon länger im Visier, sah aber kurzfristig keinen anderen Ausweg, als die Frist noch einmal um 6 Monate zu verlängern. Ein sofortiges Eingreifen würde heißen, die Tiere fortzunehmen, um sie anderweitig tierartgerecht unterzubringen, was natürlich im Moment gar nicht umzusetzen wäre. Und alternativ stände dazu nur eine Tötung im Raum, was natürlich auch nicht tierschutzgerecht ist. Tja, und wieder haben alle nur das Wohl der Tiere im Sinn. Auch der Farmbetreiber. Schriftlich erklärt er, dass die neue Verordnung den Tierschutz nicht verbessere, sondern im Gegenteil verschlechtere. Der Pelztierhalter behauptet, dass größere Gehege das Wohlbefinden der Tiere nicht verbessern. Sein Hauptargument, Farmnerze seien ganz einfach keine Wildtiere mehr und würden sich deshalb in kleinen Käfigen wohlfühlen. Stimmt nicht, sagt Ralf Herrmann vom Wildparkverein Leipzig. Er kennt sich aus mit dem amerikanischen Nerz, der auf Pelzfarmen in Käfigbatterien gesperrt wird. Im Wildpark hat dieses Exemplar ein großes Gehege mit über 100 Quadratmetern. Er ist ein Wildtier, er kann in freier Wildbahn überleben, darum muss er auch gehalten werden wie ein Wildtier. Er braucht also genug Platz, genug Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Er braucht was zum Klettern und braucht was zum Schwimmen und zum Tauchen. So muss er in so ein kleiner Käfig. Die haben nicht genug Platz, dort sich zu bewegen. Und darum ist das nicht artgerecht. So steht es auch in der neuen Verordnung. Wenn sich aber Pelztierzüchter nicht daran halten und Aufsichtsbehörden abwarten, dann liegt es mal wieder beim Verbraucher, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich jedenfalls bin schon längst auf Kunstfell umgestiegen.